Moin Leute und willkommen zu einem nicht ganz ernst gemeinten Let's Play Make America Great Again, the Trump Presidency. Ja, aus aktuellem Anlass, Trump hat die Wahl gewonnen und das Spiel ist vielleicht ein bisschen überzogen in der Hinsicht, was da passieren könnte. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe selber nicht viel gespielt, ich habe eben nur einen Versuch unternommen, schon mal zu Let's Playen. Das erkläre ich gleich. I humbly and gratefully accept the presidency of the United States. Genau. It's time to make America great again. Die erste Priorität ist ein Wall zu bauen zu Mexiko. Und wer für diesen Wall bezahlen? Mexiko. Ja, ich habe den Plan, ich habe die besten Pläne und ja, wir müssen Globalisten rausnehmen und wir müssen ganz viele böse Dinge tun, weil wir Trump sind. Und wie ihr seht, ich bin hier, der Cursor ist quasi der Hubschrauber. Und ich kann mit ihm mit der Maus mich bewegen. Und ich habe gerade schon fast 20 Minuten gebraucht, um zu kapieren, dass die rechte Hand von Trump, wo er mit dem Finger zeigt, ist der eigentliche Cursor. Und da oben steht ja Point Trumps Finger hier. Und es hat nicht geklappt. Aber jetzt klar, ich habe es eben hingekriegt, also ich bin zuversichtlich. Und wir müssen halt die Schulden von Amerika abbezahlen, natürlich. Genau. Diese Typen sind keine Babys. Sie sind Haie. Sie sind Killer. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir uns die von den großen Banken leihen. Wenn wir Geld drucken, dann wird die Welt aggressiv. Phase 2 meines Plans ist es, dieses Geld zu benutzen, um eine Pipeline zu errichten. Lass uns ein bisschen Geld in unsere Nation pumpen. For a change. Ach so, hier kann man Amerika upgraden. Aha, okay. 50 Billionen. Build the Keystone Pipeline. We made it! Ach so, jetzt dürfen wir hier nach Öl bohren, oder was? Es ist ja beknackt, ey. Wir können unser eigenes Öl produzieren. Leider die meisten Weltanführer glauben, dass es glauben an diese komische Erderwärmung. Oh mein Gott. Umso mehr Öl wir fördern, umso wütender werden sie. Man kann gegen diese Leute einfach nicht gewinnen. Oh, lass uns etwas zu bohren. Ach so, ach, wir haben die Weltaggressivität. Und wenn das zu Ende geht, dann haben wir einen dritten Weltkrieg oder was? Das ist ja irgendwie lustig. Ah ja, genau. Mexiko wird das Öl kaufen. Wir werden uns dafür lieben, ja, genau. Sie haben es einfach. Sie hatten es einfach mit Obama zu sehen. Jetzt haben sie keine Idee, was Trump gegen sie tun wird. Jetzt dürfen wir hier. Ach so. Ah ja, jetzt kann ich hier Öl verkaufen. Sell. Schmüß. Nice! Ah, achso, man kann verhandeln, ne? Das ist. Oh ja, richtig viel Asche hier. Ja, build that wall! Build that wall! I'd like to thank Mexico. Ich würde gerne Mexiko danken für die großzügige Spende zu der Sache. Was ein Land. Lieben wir die Spanier oder was auch immer diese Typen sind? Keine Drohungen, nicht mehr illegale Immigration. Und unsere Grenzpatrouillen können ihren Job endlich machen. Lieben wir unsere Grenzpatrouillenleute? Ja, wir haben die beste Grenzpatrouille. Egal. Achso, und rechts sieht man halt, ich kann nicht immer verhandeln. Also den Preis nach oben treiben. Jetzt darf ich hier den Wall bauen, oder was? Build the Trump Wall. Do it, forget it. Do it now. Juhu, wir haben eine Grenze. Ach, ich bin so stolz auf mich. Oh Gott, das ist. Ich glaube, das wird irgendwie. Ich habe jetzt schon irgendwie keinen Bock auf das Let's Play. Na, gucken wir mal. Oh, diese Mauer sieht wunderschön aus. Es ist Zeit, unsere Aufmerksamkeit den Inneren zu widmen. Ich bin tut mir leid, um das zu bereuten, aber. Während die Grenzen ganz oben waren, ISIS-Zellen haben unsere wundervolle Nation infiltriert. Obama hat uns nicht geholfen.
dass, indem er tausende Flüchtlinge eingeflogen hat. Oh, ist das rassistisch. Ach nee, das war schon die ganze Zeit. Wir müssen unser Land zurückholen. Das ist nicht Europa. Wir haben das... Ja. Oh. Andi, du hast angelockt. Die Desert Eagle. 45 Kleber ist perfekt, um die ISIS niederzuhandeln. Nice. Es gibt übrigens auch, ich habe schon gesehen, es gibt auch Merkel. Wenn man hier auf Europe da kommt, dann sieht man erstmal Merkel. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gibt so ein lustiges Video, wie Trump mitunter seine Wahl gewonnen hat. Indem er so ein Video von Europa gab, wo das Kanzleramt und so weiter mit ISIS-Flaggen bestückt war und so. Also natürlich gefälscht, ne? Aber so komplett übertrieben und die Flüchtlinge und ISIS ist schon komplett in Deutschland und so weiter. Da sieht man wieder, was für einen Experten wir hier haben. Ja, und jetzt müssen wir Terroristen jagen. I love it. For America. Okay. Gear locked. Space. Okay. Ich hoffe, ich hab's verstanden. Ja, und Trump macht das natürlich auch alles selber. Okay, es ist jetzt sehr primitiv, aber irgendwie auch sehr beknackt und lustig. Und alle schreien Allahu Akbar, ja. Scheinbar geht mein Controller gerade ab, weil er gerade runtergefallen ist, falls ihr das gehört habt. Alter, ich mach den mal ab. So, Also ich glaube nicht, dass das so in den USA aussieht. Also ich glaube, dass die Bilder sind ein wenig verfälscht. Aber Trump macht das schon. Yeah, defend. Make America great again, sag ich da immer nur. Ah ja, und die hier haben noch viel mehr, die Typen. Und wir haben gute Kriegsbeute gemacht. Von ISIS. Yeah, wir haben diese verdammten Mistkerle von unseren Grenzen gejagt. Sie sind in den Norden nach Kanada gelaufen. Wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen später darum kümmern. Wir wissen, dass Trudeau wird beschäftigt sein, sich anzuziehen und Dinge machen. Er killt seine Feinde nicht so. Sie werden nicht gewinnen. Und jetzt ist die Welt sehr wütend auf uns. Die Liebe zu. Spread the love, you know what I mean. Afrika hat jetzt eine Futterkrise und weil die Welt wütend auf uns ist, müssen wir jetzt was Gutes tun, damit die Leute nicht mehr wütend auf uns sind. Achso. Oh Gott. Also nichts gegen Hilfe in Afrika, aber Gott, Amerika. Okay, das Flugzeug fliegt sehr komisch. Ah, jetzt habe ich die... Ich habe zwei Futterreserven geschickt, jetzt sind die glücklich. Wenn wir Hilfe zu einem schicken, dann werden sie es lieben. Umso höher die Liebe eines Landes für Amerika ist, umso mehr sind sie bereit zu zahlen, wenn wir was zu ihnen verkaufen. Mein Team gibt mir ab und zu die Dateninfo auf jede Country. Achso. Love, Buy and Sell Prices, Love, Free of USA, Gear, Unlock Quest, Population and Standing. Achso, okay, also man muss da immer gut vorsichtig sein, was man da so kaufen kann. We will be a country so. Love for America. Ja, ist schon mal nicht schlecht. We do it for the children. Man sieht übrigens auch die Population, also ne, Bevölkerungszahl ist wenig und der Wettstand ist auch niedrig. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt zum Beispiel Afrika angreifen würde, dann würde es nobody cares about it, so ungefähr. Also dann würden mich die anderen Länder weniger hassen. Die Welt ist nicht mehr länger wütend. ISIS ist außen und wir haben eine komplett neue Mauer. Woohoo! We made it! Wie auch immer, die Nationalschulden sind immer noch außer Kontrolle. Wir müssen die Gaullisten schlagen. Diese Nation braucht Geld. Und um zu kriegen, müssen wir
anfangen, große Deals hier zu machen. Kaufe billig, verkaufe hoch. Und pass auf den Markt auf. So, every so often a news alert will come on screen. People will frog. Hey, people will let you know wherever certain goods or, also wenn Güter hochgehen oder fallen halt. Okay, na dann. Was können wir währenddessen machen? For America. Erstmal wieder ISIS vertreiben. Oh, jetzt geht die Maus. Jetzt kann ich zielen richtig. Eben ging's nicht. Verdammte Terroristen! Oh, was war das denn gerade hier? Ja, Allahu Akbar und so weiter. Ich kenne das Prinzip. Aha, den Typ habe ich. Ist erstaunlich, dass er einfach Pistole mit Trump schießen kann, aber es ist Trump. Da muss man ja auch mal sagen, ne? Also, wenn das jemand könnte, dann wäre es Trump. Ich war übrigens für Hillary. Okay, also das ist sehr monoton, aber es soll ja auch nur unterhalten sein für einen Moment. Das Problem ist, der Heli hält nicht mehr viel aus. Oh, jetzt muss der Heli sich zurückziehen. Wir werden sie nächstes Mal kriegen. Verdammt! Ich bin einfach zu schlecht in ISIS töten. Hoppala, jetzt hab ich's gemacht. Egal. Ziehen wir es nochmal durch, diesmal richtig. Einfach mal den Panzerfäusten ausweichen, auch wenn ich glaube, eine Heli nicht so viel Panzerfäuste aushalten würde. Aber es ist Trump. Also irgendwie stockt das ein bisschen, irgendwie, oder meine Maus geht immer aus dem Bildschirm raus. Ich bin mir nicht sicher, was das von beiden ist. Ah ja, ich finde es so sehr schön, dass er auch die Stimme von Trump die ganze Zeit mit reingenommen hat, der Entwickler. Weil was wäre ein Trump-Spiel ohne Trump? Verdammt, ich bin einfach zu schlecht in ISIS erledigen. Okay. Dann, was kann man denn sonst noch so machen? Was gibt's denn noch so Neues? Da kann man halt irgendwie verkaufen. We have no money. We have no money. Ich weiß nicht, wie E und Q und F sind irgendwie so Sachen, Hilfeleistung schicken oder bewachen oder. So, das kann ich hier noch machen, ne? Das ist, glaube ich, Schuld abbezahlen oder was? Gibt's nichts Neues an den Nachrichten? Von Pepe, den Nachrichtenfrosch? Okay, gut. Ich glaube, das war's dann eigentlich auch mit dem Spiel so ziemlich. Viel mehr kann man nicht mehr sehen, außer dass man noch Nordkorea bombardieren kann. Das. Naja, nicht unbedingt schlecht ist, aber auch irgendwie irgendwie generell lustig ist. Und auch, dass man auch generell die ganzen Staatsoberhäupter hier sieht immer. Putin hier durch sehr gut in Szene gesetzt. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, würdet ihr euch das Spiel holen? Wart ihr für Trump? Wart ihr für Hillary? Und was glaubt ihr, wie schlimm könnte es denn wirklich werden? Wird es denn wirklich so heftig oder so dramatisch wie dieses Spiel? Okay, Trump wird vielleicht nicht mit einem Revolver in den Nahen Osten fliegen,
Wobei, ich würde es ihm vielleicht schon zutrauen. Aber, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Macht's gut, bis dahin.